herzlich willkommen. Mein Name ist Antin Mythos und wir spielen wieder Castle Clicker und es ist der 1. Dezember. Wir haben zweifach Gems Sale und wir haben dieses Weihnachtsdingens. Wir klicken auf das Weihnachtsdingens. Oh, was passiert denn hier? Also im Prinzip, er ist super happy uns zu sehen. Er braucht unsere Hilfe. Der große Typ ist verschwunden, also so könnte man sie übersetzen. Und alle Elfen sind abgehauen. Genau, du musst jetzt im Grunde einen Workshop bauen und musst so viel Zeug sammeln wie möglich. So kurz und knapp gesehen. Das heißt, man sammelt jetzt hier scheinbar Schnee. Das geht 22 Tage, 15 Stunden. Ist in Ordnung, sollten wir was hinbekommen. So, was macht das hier eigentlich? Das ist der erste Freischalt. Das heißt, du brauchst 150 Schneeflocken und 60 Magie. Interessant. Dann gucken wir mal, machen wir das erstmal voll. So, das Wetter dort habe ich gesagt. 150 und 60 Magie. So, wie sieht das mit Magie? Kann man da irgendwie nachhelfen? Ach so, die stacken sich hoch und die muss ich dann abbauen sozusagen. Interessant. Die Musik mit diesem Glockenschlag, sag ich mal, erinnert mich stark an Terraria. Ah, die Devourer of Worlds. So, was ist hier? Okay. Da kannst du dir im Grunde Sachen kaufen halt. Nee, das ist zu teuer. Wie immer. Wir haben das erste fertig. Oh mein Gott. Alles einzeln bauen. Oh Gott. Ich bin ein bisschen müde. Ich bin ein bisschen früh aufgestanden und spät pennen gegangen. Ich habe heute noch einige vor. Das wird ein bisschen ätzend heute, den ganzen Tag. Wenn wir Aufnahmen machen, rendern, so weit wie möglich. Dann Termin um 12, dann Sport danach, danach einkaufen, danach das hier weitermachen, alles eventuell. Und dann, eventuell heute Abend mit Freunden was unternehmen. Der Tag ist stark eingedeckt heute. Das erinnert mich echt stark an Terraria. Yay, wir haben unser erstes Ding fertig. Ach so, der Schlitten ist jetzt im Prinzip so wie die Boote. verstehe. Du schickst den dann los. Das sind dann die Elfen, die du einkassierst. Und du kannst auch rohe Materialien sagen. Achso, ja klar, das sind dann wahrscheinlich die, wie immer diese ganzen Dinger. Artefakte kannst du auch suchen. 30 Minuten. Wir machen mal. Jeden Tag, wir schicken die mal los. So. Was macht der Knopf eigentlich? Okay, interessanter Sound von dem Ding. Hier sind die ersten Gebäude. Also die Klickpower verdoppeln. Kriegst einen weiteren Schlitten. Du kannst Schnee zu Pfefferminz umwandeln. Dafür brauchst du 500 Schneeflocken, 300 Magie und 100 Schrauben, hätte ich fast gesagt. Scheinbar. Das heißt, die Schrauben kommt dann, das sind dann die, die ich jetzt nicht gesammelt habe instant. Das ist alles sehr interessant. Das ist also das Leaderboard. Ich kann sagen, wie weit ist denn der schon? Aber im Endeffekt bin ich ja nicht so weit von dem ab, ne? Da ist auch wieder so ein Bash von irgendwelchen Leuten, die versuchen, so schnell wie möglich voranzukommen. Ist natürlich jetzt doof, jetzt fehlen uns die Schrauben. Wir brauchen 100. Ist ja noch nicht so schlimm, wenn wir das mal kurz stoppen. Ich
Pflanze mal kurz hier. Kostet ja nichts. Muss noch mal kurz gucken, wenn ich jetzt nach rohe Materialien sammle. Das heißt, ich brauche ewig. Ach so. Wie lange haben wir noch? Wir haben noch 15 Minuten Zeit. Nee, das dauert mir zu lange. Machen wir mal. 7 Minuten ist das Mindeste. Wir machen das mal. Dass wir dann noch einen zweiten Schlitten und so kriegen können. Das ist ja nicht frage. Ach so. Erstmal hier durchsehen, ne? Erstmal gucken, okay, wo ist welches Menü wieder, ne? Ach so, ich habe einen Typi. Wird die dann scheinbar doppelt so schnell, nehme ich mal an. Ist irgendwie seltsam. Ist ein bisschen. Dass keine Zeitanzeige existiert, und beziehungsweise so, ne? Ist halt ein bisschen komisch, sag ich mal. So, da wollte ich hin. Ich wollte hier ein bisschen Schnee abbauen. Brauchen noch unheimlich viel Schnee für die Gebäude. 500 Schnee, da können wir jetzt ein bisschen kloppen. Bin froh, dass der Schnee keine Geräusche macht. So krumm, 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 oder sowas. Das wäre super nervig. Jetzt frage ich mich, mache ich nur Weihnachtsdinger? Ich kann 2 Folgen pro Tag machen eigentlich. Hier mache ich eben mal Upgrade sozusagen. So als Side-Story, sag ich mal. Und eben mal mache ich eine komplette als. Ah, da muss ich mal gucken, ob das funktioniert. Das weiß ich noch nicht. Das ist seltsam. Da müssen wir mal gucken. Wenn ich da täglich das so mache, dass ich hier ein bisschen was aufnehme von dem Schnee-Event, Weihnachts-Event, sag ich mal. Schnee-Event. Oh mein Gott. Und dann eine normale Aufnahme von dem anderen mache, das müssen wir mal gucken, ob das so funktioniert. Und wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall bauen wir erstmal das erste Gebäude. Das haben wir ja nun fast das ein Drittel zusammen mittlerweile. Boah. Holy Snow. Yay, we did it. Das heißt, wir brauchen Magie. Die haben wir auch schon zusammen scheinbar. Aber wenn sich die Klicks verdoppeln, das geht dann schon mal relativ gut ab. Ist zumindest mein Gedanke darüber. Das sollten wir eigentlich gut hinkriegen, ja. Wie viel brauchen wir davon genau? 300. 100 Schrauben. Alles gut. Schaffen wir. Das heißt, wir können wirklich los zu schippern, Elfen suchen und gleichzeitig weiter Material suchen. Sollte soweit hinhauen. Die Tüte ist, das ist alles ohne Geld, ne? Das heißt, wenn ich jetzt Elfen oder sowas losschicke, um was zu bauen, dann sind die, wie soll ich sagen? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Um ehrlich zu sein. Die arbeiten halt umsonst für mich. Ganz simple Sache. Das heißt, wenn du erstmal ein paar von denen hast, dann kannst du relativ schnell exponentiell erweitern, denke ich mal. So, das ist auch fertig. Das heißt, ich kann. Kann man das hier. Ach, das ist umständlich gemacht, tatsächlich. Kann ich hier jetzt eigentlich. Ah, das bringt dann wie immer nichts. Oh Gott, das kann ja bis ewig dauern. Oh mein Gott. 500 Schrauben, zack. Können wir mal gucken, wenn wir die jetzt zum Exploren losschicken. Wenn du 7 Minuten losschipperst. Dann mal 420. 2 Elfen, oh Gott. Kann man sich die Artefakte angucken? Das ist schwierig. Also, ich werde mal jetzt ein Artefakt suchen. Das schaffen wir nur diese Folge nicht mehr. Und wir können jetzt auch einen zweiten Schlitten bauen. Ach nee, müssen wir erstmal die Gebäude zu Ende bauen, aber was.
Da war ja was. Wo ist das Ding? Da ist das Ding. Ich frage mich, ob man hier irgendwas Tolles kriegen kann, abgesehen von den Artefakten. Ach so, unser Level sozusagen. Level 7 wäre dann mit 7 Milliarden Presents. Beeil dich, Weihnachten ist bald vorbei. Ja. So würde ich es nicht sehen, aber so ähnlich ist es aber tatsächlich. So einen zweiten Schlitten. Das heißt, wenn du umso mehr von diesen Gebäuden du hast, umso mehr Schlitten kannst du bauen und umso mehr Elfen kannst du sammeln und umso mehr Elfen du hast, umso mehr freiwillige Helfer hast du, sagen wir mal einfach. Das wird sehr interessant. Also wir haben hier so einen Cookie-Mann, dann haben wir hier so ein Rentier, eine Weihnachtsmütze, eine Zuckerstange, sieht aus wie ein Schloss, keine Ahnung, so ein komisches Socke mit einem Zeug drin, ein Sack und irgendeine Kugel. Das hier sieht echt aus wie ein Schloss, ne? Oder wie so ein Female-Zeichen an der Toilette. Ach ja. Ich bin gespannt. Also, das wird sowas sein wie erhöhte Klick-Dinger oder mehr Chancen, Elfen zu finden oder was weiß ich. Sowas in der Art wird das alles sein, denke ich. Ja, wir ziehen den hier mal ab. Das ist umständlich. Das ist irgendwie umständlich. Okay. Ich frage mich, ob der Balken ansteigt von dem Level. Das wäre sehr interessant, muss ich ja sagen. Boah, da bis das Ding hier fertig ist. Mann, das dauert so lange. Dafür klicken wir gleich doppelt so schnell, also von da schnell. Also von daher. Wir brauchen unbedingt massenhaft Elfen. Also das nächste Ziel ist jetzt, den Schlitten zu bauen, den nächsten, und dann massenhaft Elfen. Elfen abkassieren. Da muss man alle paar Minuten mal reingucken, sozusagen. Dun. So, wir werden fertig. Endlich. Ja. Kein Trade noch vor Peppermint. Ich kann also Pfefferminz herstellen. Dann haben wir auch bestimmt neue Gebäude. Genau. Das ist dann für 300.000, ne? Wow. Das heißt, wir können das hier nicht mal. Oh, das war ein Gebäude von diesen Dingern. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, das war nicht gemeint. Ich wollte. Nein. Wie Sie sehen Sie gar nichts. Das ist interessant. Der brennt bloß. Der brennt irgendwo. Ruf die Feuerwehr. Was zum Henker? Boah, ein Schlitten für 20.000? What? Das ist doch nicht deren Ernst. Kann ich das jetzt? Ich weiß nicht, wie man das eintauscht denn, aber na okay, das passt schon. Gibt hier sonst irgendwas? Nee, es hat bloß diese. Du kannst sie kaufen und. Halt, da war die Christmas-Kugel. Aha. Verstehe. So, wir gucken mal kurz hier rein. Das mit den Punkten ging relativ schnell, muss ich sagen. Dann werden wir jetzt. Ich weiß auch nicht, was wir jetzt machen sollen. Abgesehen vom Sammeln der neuen Materialien. Denke ich mal, wir sammeln erstmal hier. 100 für Ehen. Was macht denn dann so ein Teil? Ach so, damit kannst du. Ah. Okay. Damit kannst du dir Boni kaufen. Das machen wir doch mal ganz schnell. Wir gucken uns das gleich mal an.
Wir traden mal jetzt. Genau, jetzt haben wir einen von den Pfefferminz. Achso, jetzt können wir irgendeins benutzen. Also du... Okay. Pass auf, folgendermaßen. Du kannst die Klickpower verzehnfachen für eine Minute. Du kannst 30 Minuten Magie sozusagen generieren. 15 Minuten vorspulen. Alle Schlitten sind 20% schneller. Und Elfen arbeiten 5-mal so schnell für 5 Minuten, während man spielt. Interessant. Ich brauche auf jeden Fall, wie schon erwähnt, massenhaft Elfen, weil sonst kommen wir hier nicht voran. Das wird sonst nichts. Weil das hier noch ein ganzes Weilchen dauert und das Klicken hier einfach Marianne springt, ist ein bisschen traurig. Lass mal dran gewöhnen, dass man das so und so machen muss, alles. Das heißt, wenn ich das jetzt verzehnfachen würde, könnte ich mir relativ schnell weitere Minze kaufen. Müssen wir aber im Endeffekt nicht, finde ich. Ist nicht so nötig. Da haben sie ja was ausgedacht, ey, oh Mann. Ich denke, ich werde das in zwei Teile teilen, dieses Mal. Und vielleicht dann nochmal Stück für Stück so aufstückeln. Ja. So, dann hätten wir jetzt 500 und könnten uns den nächsten Instant leisten. Weil andere Sachen können wir uns ja eh nicht holen, ne? Weil wenn wir mal gucken, das hängt jetzt nur noch davon ab, wie viel Minze wir kriegen. Bin ich der Meinung. Weil wenn wir jetzt schauen, lass mich mal kurz gucken. Das Gebäude ist viel zu teuer. Wirklich. Das ist nicht machbar im Augenblick. Und der Schlitten ist ähnlich. Das ist machbar. Schon eher machbar als das andere, aber es ist nur noch super teuer. Wir werden im Endeffekt maximal 3 Schlitten haben. What? Ne, wird wahrscheinlich mehr sein, aber what? Was? Meine Maus, da ist meine Maus. Meine Maus! Gut, dann hoffe ich, dass es euch irgendwie gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr einen Like da lassen. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, damit ihr nicht mehr verpasst. Ihr könnt mal auf meinen Twitter-Channel gucken. Da vielleicht noch followen, weil da schreibe ich immer hin, wann ich was veröffentliche und so weiter und so weiter. Ne? Da. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze so findet und so weiter. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, ganz simpel, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.